60 Jahre Corvette und Harley-Davidson sind hier in Rotkreuz vereint. Grund für das Zusammentreffen ist dieses Auto. Corvette 427 Cabrio, die Abschiedsgala für die sechste Generation. Thomas fuhr noch nie einen richtigen Amerikaner. Gerade deshalb freut er sich auf das, was die Amis von der Konkurrenz abhebt. Auf den grossen Hubraum vom Motor, handgeschaltet. Wieder mal ein rustikaleres Auto. Im Jahr 2013 sicher etwas nicht mehr Alltägliches, dass so ein Auto gebaut wird. Los geht's. Die Harleys bleiben im Trockenen. Die Corvettes nehmen 427 Kilometer zu Ehren des Sondermodells in Angriff. Eines haben sie alle gemeinsam, den satten Sound des V8-Motors. Fein ist sie wirklich, die 427. Den Körper des Cabrios, Kotflügel, Carbonhaube und andere Teile von der ZR1 und der mächtige 7-Liter-Motor von der Z06. In 60 Jahren Corvette gab es nie so ein schnelles Cabrio der Marke. Im Hooters in Interlaken machen wir einen Stopp. Die Touristen können sich kaum entscheiden, was interessanter ist: die Autos oder das Servierpersonal. Zeit für einen genauen Blick. Auf den Wagen natürlich. Er ist nervös, also hat ein bisschen Gas gegeben, kommt das Heck, auch trotz eingeschaltetem ESP. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Kupplung halt, Gangschaltung ist ein bisschen knurz. Die Corvette will einen Fahrer, der sie an den Hörnern packt. Kein Doppelkupplungsgetriebe oder gar Aktivlenkung macht das Fahren einfacher. Doch dafür belohnt sie mit viel Rückmeldung und dem Gefühl, dass der Fahrer und kein Computer das Auto kontrolliert. Also ich habe mich heute neu verliebt, sozusagen. Ja. Mit unter anderem, es ist wirklich ein Wahnsinns-Auto für mich. Ich würde glaube, keinen Moment zögern, wenn ich das nötige Geld dafür hätte. Weil es macht einfach unheimlich viel Spaß, mit dem Auto zu fahren. Das nötige Geld? Mindestens 107.000 Franken. Das ist viel für einen Zweisitzer, aber wenig für einen richtigen Sportwagen. Bei knapp 209 Franken pro PS ist die Corvette sogar richtig billig. Zum Glück, denn einiges vom Gesparten wird sprichwörtlich wieder verbrannt. Ja, wenn du normal fährst, etwa 17, 18, 19 Liter, so um das herum, denke ich. Das ist die Kehrseite vom amerikanischen Hubraumwahn. Ebenfalls sehr amerikanisch und leider eher unschön das Interieur. Billiges Plastik umrahmt ein antiquiertes Navigationsgerät und Radio. Thomas ist das komplett egal. Wen interessiert schon das Radio, wenn der Rock'n'Roll unter der Haube spielt? Es ist ein unglaubliches Auto, unglaubliche Performance, der Ton, Geräuschkulisse, alles. Es hat unglaublich viel Dampf, macht mega viel Spass. Also ich durfte doch zwei, drei schöne Autos fahren und von wegen Fahrspass kommt keiner daher. Es gibt sicher perfektere, effizientere und noch schnellere Sportwagen auf dem Markt, doch nur ganz wenige, die so viel ehrlichen Spaß machen.